亲爱的同学们，大家好，欢迎来到我们的德语 A2 课程。在上一节课中，我们一起学习了课文 Dresdens Wahrzeichen。 在语法部分，我们学习了 Artikelwörter als Pronomen der, dieser, jede, eine, keine, meine 等等，也就是作为代词的那些冠词。在这节课中，我们将学习本单元的最后一篇课文的内容 Der 13. Februar 1945 年2月13日那天，我们一起来看一下在那天究竟发生了什么。在语法部分并没有新的内容，我们将对本单元所学习的所有语法点进行简单的复习。那么首先，就让我们通过几个小练习来对上一节课的内容做一下回顾。Zuerst wiederholen wir mit einer kleinen Übung.那么接下来，让我们进入本节课的正式学习。我们来学习一下这节课的单词。Zuerst lernen wir zusammen die neuen Vokabel. Das Ereignis. Die Ereignisse.大事件 Das ist ein historisches Ereignis. 这是一个很大的历史事件。Der Bericht. Die Berichte. 报告报道。Hertha Graf hat einen Bericht über die Ereignisse der Vergangenheit geschrieben. Hertha Graf 写了一篇关于过去的历史事件的报道。请注意这里的 der Vergangenheit 也是作为第二格来补充说明前面的 die Ereignisse 那些事件。怎样的事件呢？过去发生的 der Vergangenheit。Zur Auswahl haben. Zur Auswahl haben. 可供选择的。Sie haben drei Titel zur Auswahl. 你有三个标题可供选择。那么 Auswahl 是表示选择的意思，我们可以看一下它的动词 Auswählen。 Auswählen 这是一个可分动词。 Wählt aus hat ausgewählt 是一个规则变化的动词。挑选 Wählen Sie bitte das Beste aus， 请你选出最棒的。 Die Bombe。 Die Bomben炸弹。Die Bombennacht, die Bombennächte, 轰炸之夜。In der Bombennacht hat Dresden gebrannt. 德累斯顿在那轰炸之夜烧成了一片灰烬。这里的 gebrannt, 它的动词原形是 brennen, 燃烧烧尽。Die Rettung, die Rettung nur singular, 抢救。救援 Die Rettung kam für viele zu spät. 对于很多人来说，救援来得太迟了。那么我们可以想一下，它的动词是什么呢？对了，它的动词就是 retten， 救，救援。Der Arzt kann das Kind nicht mehr retten. 医生已经再也救不了那个小孩了。Die Verantwortung. Die Verantwortung.Nur singular, 责任职责。In der Bombennacht musste Hertha die Verantwortung für ihre Schwester übernehmen. 在那个轰炸之夜， Hertha 必须要接过照顾妹妹的责任。Übernehmen, 这个动词表示接过。在这里， die Verantwortung übernehmen, 就是接过这个责任，也就是承担这个责任。那么另外它还有哪些搭配呢？比如说 Kosten übernehmen， 承担费用。费用 Arbeit übernehmen，接手工作，承担一项工作。
Der Rauch. Der Rauch. Nur Singular. 烟, 烟雾. Um uns herum war ein Meer von Feuer und Rauch. 在我们周围是一片火海以及浓浓的烟雾。Zurücklaufen. Zurücklaufen. 奔回，向后奔。注意了，它是一个可分动词，最主要的一个部分是 laufen 这个动词，也就是跑。那么说到 laufen、gehen、fahren、fliegen 等等这些动词的话，我们可以联想到它是跟一个方向的。既然是跟一个方向补足语，它后面如果跟那些可以加第三格或者是可以加第四格的这些介词的话，我们在这里一定会用它的第四格。Zum Beispiel, meine Eltern sind in unser Haus zurückgelaufen. 我的父母跑回了我们的房子。这里的 in unser Haus 就是第四格。如果我们把这里的 unser 变回成定冠词的话，就是 meine Eltern sind in das Haus zurückgelaufen.那么 in das 可以合并起来变成 meine Eltern sind ins Haus zurückgelaufen. Herausholen, herausholen, 救出。Sie wollen noch ein paar Sachen herausholen. 他们还想要救出一些东西。Verbrennen, verbrennen, 动词烧毁、烧尽。Verbrennen, verbrennt, ist verbrannt. 注意它的一个动词变位。Sie hofft, dass nicht alles verbrannt ist. 她希望不是所有的东西都被烧毁了。Nur, nur, 究竟到底。Warum dauert das nur so lange? 究竟是为什么这个需要持续这么长的时间呢？这里的 nur 有点类似于我们的 then， 它们只是一些小品词，表示一个语气，没有实际的意思。Weinen, weinen， 哭，流泪是一个动词。Weinen, weint, hat geweint， 它是一个规则变化的动词。Meine Schwester hat die ganze Nacht geweint， 我的姐妹哭了一整夜。Sondern。Sondern, 而是，一般都是和否定词 nicht 或者是 kein 连用的。Zum Beispiel, es ist nicht unsere Mutter, sondern eine Nachbarin. 来的不是我们的母亲，而是一位邻居。Das Baby, die Babies, 婴儿。Sie hat ein Baby auf dem Arm.她的手臂里挽着一个婴儿，其实也就是她怀抱着婴儿。Töten, töten, 是丧生，导致死亡。Töten, tötet, hat getötet. 一般都是 jemanden töten. Hier könnt ihr nicht bleiben. Der Rauch tötet euch. 你们不能在这里停留。烟雾会使你们窒息的。Schließlich, schließlich, 最后。Schließlich gehen wir mit ihr in den Keller. 最后我们和他一起去了地下室。Mitgehen, mitgehen, geht mit, ist mitgegangen, 跟着跟随着。Wir wollen warten, aber wir müssen mitgehen.我们非常想要继续等待，但是我们必须前进，跟着他们走了。Zurückfinden, zurückfinden, 可分动词，返回，一般和介词 zu 连用。Findet zurück, hat zurückgefunden. Ich weiß nicht, ob meine Eltern zu uns zurückfinden. 我不知道是否我们的父母会返回找到我们。Vorwärts kommen, vorwärts kommen, kommt vorwärts, ist vorwärts gekommen. 有进步，有进展。Es ist kaum möglich, vorwärts zu kommen.
想要取得进展几乎是不可能的。Kaum 是几乎不的意思。Durch müssen, 必须过去，必须经过。Schaffen, 办到实现。Wir müssen es schaffen. 我们必须要经过这里。我们必须要想办法办成这件事情。再来复习一下 schaffen 这个动词。你能行的，你可以办到的，这句话应该怎么说呢？对了， du schaffst es, 或者是 du schaffst das, 这是对别人的一种鼓励和肯定。Weitergehen, geht weiter, ist weitergegangen, 继续下去。Schließlich geht es doch nicht mehr weiter, 最终无法继续下去了。Der Angriff, die Angriffer, 攻击进攻。Der Bombenangriff, die Bombenangriffer, 用轰炸机袭击轰炸。Erleben, 动词经历过见过。Im Keller erleben wir den zweiten Bombenangriff. 在地下室我们经历了第二次的炸弹攻击。Der Stichpunkt, die Stichpunkte, 要点。Schreiben Sie bitte zu jedem Stichpunkt einen Satz. 请你根据每个要点来写一句话。Das Verhalten nur singular. 举止行为。Beschreiben Sie das Verhalten der Eltern. 请你来描述一下父母的行为。好了，单词就学到这里。请大家跟着 CD 再进行听读训练，同时复习和巩固这些新学的单词。Und jetzt machen wir eine kleine Übung. 那么接下来让我们就刚才所学的单词做一个小的练习。Jetzt öffnen Sie bitte die Bücher auf Seite 86. Wir lesen zusammen den Text. Der 13. Februar 1945. 现在请同学们翻开书。在书上86页上，我们一起来学习这篇课文。1945年2月13日。Wir machen zusammen Übung 1. Hilda Graf's Bericht. 现在让我们一起来看一下这篇文章。Hertha Graf, 他的报道。Sie haben 3 Titel zur Auswahl. Bitte lesen Sie den Text und wählen Sie dann eine Überschrift. 有三个题目可供选择，请大家读一下这篇文章，然后选择一个合适的标题。让我们一起来详细的看一下这篇课文。Noch heute habe ich die Bilder dieser Nacht im Kopf. 直到今天，我的脑海里都保留着当晚记忆的图片。请注意了，这里的 dieser Nacht 也是一个第二格，后置用来修饰前面的 die Bilder， 翻译的时候也是倒过来翻。Ich sehe mich immer noch auf dem Dürerplatz stehen. Meine fünfjährige Schwester an meiner rechten Hand. Mein Köfferchen in der linken. 我还一直能看见站在丢勒广场上的自己。右手边是我5岁的妹妹。
左手里拿着我的行李。Und ums herum ein Meer von Feuer und Rauch. Wir aber stehen da und warten. 以及在我们周围的一片烟雾和火海，但是我们站在那里等待着。Wir sind bald wieder bei euch, haben die Eltern gesagt. Ihr wartet hier auf uns. 我们马上就回来到你们身边。父母亲如是说，你们在这里等我们。Sie sind in unser Haus zurückgelaufen. 他们跑回到我们的房子里。请注意了，这句话中的 zurücklaufen, 往回跑，和我们之前所提到的gehen, fahren, laufen 之类的动词一样，它后面要跟一个方向性的补足成分。那么在这里我们是介词 in， 既然用到介词 in 的话，跑到什么里面去，我们肯定是跟的第四格，所以这里是 in unser Haus。 如果这里我们换成 die Wohnung， 跑回我们的房子里，应该是 Sie sind in die Wohnung zurückgelaufen， 请大家注意了。Vielleicht können Sie dort noch ein paar wichtige Sachen herausholen. Vielleicht ist nicht alles verbrannt. 或许他们可以救活一些重要的东西。或许不是所有的都烧毁了。Warum dauert das nur so lange? Wir warten hier sicher schon eine Stunde. 为什么持续了这么久，父母还没有回来呢？我们在这里已经等了一个小时了。Oder sind es erst fünf Minuten? Meine Augen tun weh und meine Schwester weint. 或者那只是五分钟的时间。我的眼睛很疼，我的妹妹在哭。请注意了，这里的 weh tun 表示使疼痛，感受到疼痛。一般我们都加第三格。比如说 ,mein Kopf tut weh, 我的头很疼。这里我可以补充的说一下 ,mein Kopf tut mir weh, 我的头使我感到很疼痛。或者呢 ,das Licht tut den Augen weh, 灯光使眼睛有点疼痛，有点刺痛。这里的 weh tun 不仅可以表示身体上身体某个部位的疼痛，也可以表示心灵上的一个疼痛。比如说 Ich wollte dir nicht wehtun， 我不想让你感到伤心。那么请大家注意了， wehtun 这里一般都是身体的部位直接作为主语，如果后面要加具体使谁感到疼痛的话，请加第三格的补足成分。 Aber wer weint nicht in dieser Nacht？但是在这一夜又有谁没有哭呢？ Gisela, Helta, kommt mit, ruft eine bekannte Stimme. Gisela, Helta, 一起走，一个熟悉的声音传来。Es ist aber nicht unsere Mutter, sondern eine Nachbarin mit ihrem Baby auf dem Arm. 这不是我们的母亲，而是一个臂弯里抱着婴儿的邻居。 Wir bleiben stehen. Wir warten auf unsere Eltern. Sie werden sicher bald kommen. 但是我们仍然站着不动，我们在等父母，他们肯定马上就回来了。 Hier könnt ihr nicht bleiben. Der Rauch tötet euch. 你们可不能待在这里，那烟会熏死人的。Schließlich gehen wir mit, denn ich weiß wirklich nicht, ob meine Eltern wieder zu uns zurückfinden. Und ich habe die Verantwortung für meine Schwester. 最终，我们还是跟着一起走了，因为我确实不知道父母是否能再一次回来找到我们，同时我对妹妹有着责任。请注意这里的 zu jemanden zurückfinden， 找回到某人。 Wir versuchen zwischen den brennenden Häusern zum Elbufer zu kommen,
aber es ist kaum noch möglich, vorwärts zu kommen. 我们尝试着从正在燃烧着的房子之间跑向易北河岸，但是要前进几乎是不可能的。这里大家可以提前了解一下 versuchen 这个动词相当于你们的 try to do something， 和我们这里一样 versuchen etwas zu tun， 它加的是一个不定式带醋的一个不定式，表示将要尝试着去做一件什么事情。这里的 etwas zu tun 就相当于 zwischen den brennenden Häusern zum Elbe zu kommen。后面一句话 ，Es ist kaum noch möglich vorwärts zu kommen， 又是一个带醋的不定式，就相当于 It is impossible to do something， 做什么事情几乎是不可能的。其实非常好理解，德语中有一些动词或者一些固定的句型，它都是加带醋不定式来表示的。像我们这里提到的 versuchen 这个动词，或者说Es ist 加一个形容词，我们后面就可以加动词不定式。这里大家可以提前有一个印象。那么这里我们再扩展了解一下 kaum 这个词，它是一个副词，表示几乎不好不容易。比如说他几乎没吃什么东西。Er hat kaum etwas gegessen。请注意了，它是一个表示否定概念的词。Die junge Frau treibt uns weiter. Wir müssen hier durch. Wir müssen es schaffen. Eine andere Rettung bleibt uns nicht. 年轻的夫人推着我们继续走。我们必须穿过这里。我们必须成功。因为没有另一个救援等待着我们。Schaffen 这个动词我们再进行复习整理一下。Schaffen 这个动词第一个意思表示办成某一件事情，比如说 Ich kann die Arbeit nicht schaffen， 我完成不了这项工作。它第二个意思呢，表示的是赶上，一般比如说赶上火车，赶上飞机。 Wir haben den Zug geschafft， 我们赶上了火车。这是我们至今学的最多的两个意思，那么请大家先掌握这两个意思就可以了。Diese Nacht ist kalt und der Wind, der bläst durch unser Land. Und wer jetzt noch geht, ist ein armer Tor oder auf dem Weg zu der Liebsten, die jede Reise lohnt. Oh, öffnen wir das Licht hinein, ein Liebster steht im Mondenschein. Diese Nacht ist so kalt, so öffne mir, denn morgen wird es zu spät.Dann lesen wir weiter. 我们继续来读一下后面的内容。Schließlich geht es noch nicht mehr weiter und wir müssen in einen Keller gehen und dort auf den Morgen warten. 最终的确已经无法前行了。我们必须走入一个地下室，等待早晨的到来。请注意了 ,warten auf etwas oder warten auf jemanden, 等待着什么。Warten 这个动词本身它是一个不及物的动词，比如说 Ich warte hier， 我在这里等着。如果要表达我在这里等着你，我们就需要说 Ich warte hier auf dich， 还要加一个介词 auf。 Hier erleben wir den zweiten Bombenangriff und der ist noch viel schrecklicher。
在这里我们经历了第二次的炸弹攻击，这次更为的恐怖。这里的 schrecklicher 是形容词的比较级，比较显而易见。那么前面的 viel 请你注意一下，它是用来修饰形容词的比较级的，表示多得多或者更怎么样，表达一种程度上更为怎么怎么样。又比如说他比我大得多， Er ist viel älter als ich. Jetzt bin ich mit meiner Schwester allein, ohne Eltern, zwischen alten, kranken Menschen und Müttern mit ihren Kindern. 现在我和妹妹单独在一起，没有父母，在老人、病人和带着他们小孩的母亲之间。那么这里的 zwischen 在什么什么之间，后面加的都是第三格。既然是第三格，同时这里又是复数的，那么请大家注意，肯定是要在复数的这个名词之后加一个词尾 n。 已经到了最后了，只剩下我和妹妹两个人了。那么正常的情况下，大家都非常的恐惧这样一件事情。 Und alle haben Angst， 所有人都怀着恐惧。好，那就是整个故事了。大家可以看到，在一个夜晚里面发生了这样一个炸弹袭击，很多人都失去了亲人，失去了自己的住所。而这就是在1945年的2月13日情人节的前一天所发生的事情，让人一点都感受不到这种情人节的浪漫气氛，反而是完全相反，截然不同的，失去家人，笼罩在阴影之下的西方传统的情人节。所以说德累斯顿这个城市也是经历了非常多的灾难的这样一个城市，而如今又能发展的这么好这么快，真是一件非常不容易的事情。读完了这篇文章，相信给它取一个合适的标题是一件不难的事情吧。 Die passende Überschrift ist natürlich die Bombennacht。 好了，读完了这篇文章，大家请复习一下，那么整理一下刚才所提到的这些关键词关键点。Und jetzt machen wir zusammen Übung 1b. Hertha berichtet über die folgenden Stichpunkte. Schreiben Sie bitte zu jedem Stichpunkt einen Satz. 大家可以看到，我们这里给出了六个关键词，那么请大家根据这六个关键词来写一句话，各来表达一下发生了什么事情。Und jetzt sprechen wir über jeden Punkt. 那么接下来就让我们根据这几点来分别说一说究竟发生了些什么事情。Erstens, ihre Eltern. Die Eltern sind in unser Haus zurückgelaufen. 父母跑回了我们的房子，这是最初提到的一句话，那么之后父母就没有回来了。Zweitens,Ihre Schwester. Meine Schwester weint. 其实文中提到的关于我的姐妹的内容也不多，一个是她比我小，第二个就是她哭了，然后呢我对她有这样一份责任，一般就是这几个内容。 Und drittens, ihr Haus. Vielleicht ist nicht alles im Haus verbrannt. 或许家里的所有的东西没有都烧毁。Viertens, ihrem Nachbarin. Die junge Frau treibt uns weiter. 那位年轻的女士一直催着我们往前走，其实也正是她帮助了我们，否则我们可能就会一直在那里待下去。Fünftens, ihre Angst. 文中提到 Angst, 恐惧害怕，这应该是在后半段的事情了。Wir erleben den zweiten Bombenangriff und der ist noch viel schrecklicher. Alle haben Angst. Sechstens, ihr Verhalten. Ich habe die Verantwortung für meine Schwester.
那么这篇文章的主人公所提到的他之后做了些什么，那么反复提到的一件事情就是他对自己的妹妹有责任。好了，这篇文章大家都理解了吗？请你自己做一下复习和整理。这个单元也接近尾声了，这个单元所学的内容比较多，我们来进行一下知识的回顾和整理。首先我们来回顾一下这个单元我们学到了点什么东西。 Erstens über die Stadt Dresden， 首先一点当然是关于这个城市的一个介绍。大家还能回忆起来这座城市在德国所处的地理位置是哪里，那么它又有一些什么特色的地方呢？我们给出几个关键词。 Stichwörter: Dresden liegt in Sachsen im Südosten von Deutschland. Man nennt die Stadt auch Elbflorenz und es gibt viele Sehenswürdigkeiten hier in Dresden. 大家还有印象吗？德累斯顿是位于萨克森州，当然也就是在德国的东南部地区。同时这座城市又被称之为易北河上的佛罗伦萨，是艺术文化气息非常浓郁的一个城市，在这里也有非常多的值得看一看的名胜古迹。 Zweitens Situation， 这个单元我们学了什么场景呢？对了， Arztbesuch， 看医生的一个场景。 In dieser Einheit lernen wir Gespräch zwischen Arzt und Kranken。 在这个单元中毫无疑问我们学到的是医生和病人之间的这样一个对话，当然包括各种疾病或者说医生是如何给你进行诊断的这样一些方式。 Und drittens Bildbeschreibung， 第三点就是图片的一个描述。那么在图片描述中免不了我们会学习非常多的形容词 Adjektive， zum Beispiel traurig, fröhlich, ruhig, harmonisch und so weiter。 同时作为一个延伸，在形容词这个部分我们也讲了形容词词尾的一个变化。 Adjective Endungen zum Beispiel Das ist ein trauriger Mann und das sind traurige Menschen。 在不定冠词 ein 之后的形容词词尾是如何变化的。接下来我们学习了反身动词 Reflexive Pronomen Accusative und Dative， 三四格都在这里得到了学习。我们举两个最简单的例子。 Ich wasche mich， 我给自己洗漱。 Und ich wasche mir die Hände， 我给自己洗手。注意到了我们这里通常所说的如果后面有一个具体的部位的话，我们这里的反身代词就会由第四格转变为第三格来进行使用。最后一点也就是我们上节课所学的内容， Artikelwörter als Pronomen， 作为代词来使用的各种冠词。由于是刚刚才学到的内容，尤卡老师在这里就不多做赘述了。那么接下来让我们通过一个练习来复习和整理一下本单元所学到的各个知识点。 Und jetzt machen wir zusammen eine Übung。让我们来回顾一下这节课所学到的内容。在这节课中我们首先学习了一篇文章。1945年2月13日发生了什么事情？ Der 13. Februar 1945 Hertha Graf's Bericht。 接着在语法和知识点部分，我们给大家就本单元所学到的所有知识点做了一个总结复习和整理。这是本单元的最后一节课了，那么在下一节课中我们将进入后面一个单元的学习，15单元，我们将一起来了解城市 Wien 维也纳，一起来欣赏一下来自维也纳的一些风景和图片。 Bilder aus Wien。 那么最后在语言部分呢，我们知道奥地利人所说的德语和德国的标准德语是有一定差异的，那么我们也将来学一学那里的一些特殊的用词。 So sagt man in Österreich。
同学们是不是很期待呢？那么大家一定要做好复习和预习的工作哦。Und jetzt machen wir Schluss und bis nächstes Mal. 这节课就到这里，同学们下次见。Thank you.